Borowski hat mich übrigens auf Oberschwester Ursulas Geburtstag angesprochen. Sie feiert demnächst einen Runden. Ja, hab ich gehört. Da muss ja irgendeine große Jugendliebe aufgetaucht sein. Wisst ihr, wie ihr sie nennen? Uschi? Gröning Arnulf, mein Gott. Dass wir uns nach so langer Zeit wiedersehen. Der einzige Grund, warum ich noch hier bin, bist du. Und ich will nur wissen, ob du meinen Antrag annimmst. Komm schon, Lucky. Du und ich. Wir beide zusammen in Paris. Es wird so geil. Wie bitte? Soweit ich mich erinnern kann, waren Ausgehen, Shoppen und woanders übernachten bis zum Ende des Schulhalbjahres gestrichen. Und somit leider auch Paris. Der Typ, der den Karren überfallen hat, der liegt bei uns in der Klinik. Sie sind doch Edgar Pahl. Ja. Ich muss Sie vorläufig festnehmen. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Alles andere kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Wir sehen uns wieder, Schwester. Ganz ruhig, Karen. Es ist vorbei. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Du hast den richtigen Schritt getan. Typen wie den darf man einfach nicht so davonkommen lassen. Habt ihr den Blick gesehen? Am liebsten hätte ich dem eine gescheuert. Den Gefallen tue ich ihm nicht. Am Ende wird das noch gegen mich verwendet. Und? Wie fühlst du dich? Wie ein alter Mann. Aber wenn ich dich sehe, kommen die Lebensgeister zurück. Danke, Katrin. Meinst du, ich habe noch eine Chance? Oh mein Gott, mit deinem frisch geflickten Herzen, da wirst du ja 100 Jahre alt. Du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Ich würde lieber auf ein paar Lebensjahre verzichten, wenn ich dafür mit dir den Rest meines Lebens verbringen durfte. Das sind bloß die Nachwirkungen von der Anästhesie. Ach, Uschi, du bist schon eine tolle Frau. Wieder gleich rot. So, Herr Gröning, Herr Professor. Die OP war ein Erfolg. Der Eingriff fand ohne Komplikationen statt und die Verengung der Aorta konnte behoben werden. Hätte ich gewusst, dass es so einfach ist, hätte ich mich nicht so angestellt. Tut mir leid, meine, für die ganzen Umstände. Sie haben sich ja doch noch richtig entschieden. Und wenn es keine Komplikationen mehr gibt, wovon ich ausgehe, können Sie die Klinik morgen verlassen. Morgen schon? Wir hatten doch vereinbart, dass Sie gleich nach dem Eingriff in die Reha können. Ja, haben wir. Aber schon morgen. Ach, Herr Gröning, jetzt freuen Sie sich doch. Sie haben es hinter sich. Telefonieren. Wow, Penna Arrabbiata. Aus dem Stellhaus? Nein,
Auch wenn ich meinen Kochkünsten nicht traut, ich hab's wieder probiert. Und? Lecker. Fast wie das Original. Aber? Also, ich will euch nichts wegessen. So ein bisschen Obatster und ein Brot reicht mir, gell? Dankeschön. Mhm. Die Nudeln sind matschig. Ich koch nie wieder was für euch. Hoffentlich. Du fährst doch morgen zu dieser Fortbildung. Ja, gleich nach dem Frühstück. Was war das eigentlich für ein Thema? Schön, dass du mir immer so gut zuhörst. Polytrauma-Management. Hm. Freue mich übrigens echt. Professor Freitag aus Hamburg hält den Vortrag. Sag ihm schöne Grüße von mir. Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Das hättest du bei mir auch lernen können. Ach ja, ich vergaß. Ich heirate ja ein Genie. Du hast jetzt wieder Oberwasser, weil du einmal nach Paris fährst, ja? Mach ich hier nicht mehr. Was soll das heißen? Lass mich raten. Fährt Vicky nicht mit? Das ist doch ein Witz. Wirklich wegen Vicky? Ach komm, deshalb lässt du dir doch jetzt so eine Gelegenheit nicht entgehen. Jetzt echt wegen Vicky? Du wolltest diesen Schüleraustausch und dabei bleibt's. Basta! Jetzt lass mich doch in Ruhe. Lukas, wir sind noch nicht fertig. Deine Nudeln! Also, den hat's wirklich erwischt. Ja, sieht wirklich so aus. Ja, aber deshalb gleich so einen Schüleraustausch sausen zu lassen? Hm. Spinn doch. Boah. Die schmecken ja wirklich nicht. Ja. Gib mal was von deinem Obst. Doch, boah. Komm nicht essen. Lukas, das eben mit Paris, das war nicht dein Ernst. Lukas, so ein Schüleraustausch ist was ganz Besonderes. Ist dir das klar? In deinem Alter muss man die Welt kennenlernen, seinen Horizont erweitern. Und deinen Französischkenntnissen kann es auch nicht schaden. Vicky kann auch in Paris ihren Horizont erweitern. Könnte. Nur weil sie einmal Mist gebaut hat, heißt das nicht, dass sie ewig dafür büßen muss. Von ewig ist hier gar nicht die Rede. Vicky hat Medikamente geklaut, das ist keine Kleinigkeit. Sie hat's doch gerafft. Was denn noch? Vicky kann froh sein, dass sie nur Sozialstunden in der Klinik leisten muss. Was hat das denn mit dem Schüleraustausch in Paris zu tun? Ich habe diese Entscheidung nicht getroffen. So eine Scheiße. Lukas, lass dich bitte nicht schon wieder von ihr an der Nase herumführen. Das ist meine Sache. Wird langsam erwachsen. Lass mich. Ich würde gerne mit einem Arzt sprechen. Da sind Sie bei mir richtig. Dr. Jung. Andrea Schneider, es geht um meine Tochter, Daniela. Dr. Jung, könnte ich Sie vorher kurz alleine sprechen? Ist doch in Ordnung für dich, mein Schatz. Ja. Ich kümmere mich um Sie, keine Sorge. Danke. Hey, ich bin Mesut und du bist? Daniela Schneider. Freut mich. Darf ich der Dame einen Platz anbieten? Morbus Wilms. Ihre Tochter hatte einen unheilbaren Nierentumor. Die eine Niere wurde ihr schon entfernt. Dann war die zweite Niere befallen. Rezidiv. Zum zweiten Mal. Daniela hat schon etliche Krankenhäuser und Therapien durchlaufen. Aber jetzt gilt sie angeblich als austherapiert. Frau Schneider, wie kann ich Ihnen da noch helfen? Daniela geht es seit ein paar Tagen wieder schlechter. Bitte helfen Sie meiner Tochter. Schauen Sie sie noch mal an. Sie sind unsere letzte Chance.
Ich helfe Ihnen wirklich gerne, aber ich möchte Ihnen auch keine falschen Hoffnungen machen. Bitte untersuchen Sie sie. Ich muss wissen, dass ich alles versucht habe. Daniela ist mein Ein und Alles. Ich will sie nicht verlieren. Ich schaue sie mir an. Danke. Ich drehe mich im Kreis. Neue Klinik, dieselben Fragen, Untersuchungen. Du darfst dich nicht aufgeben, hm? Mama, warum ich wäre nicht die Erste, die stirbt? Hör auf damit. Du brauchst deine Kraft. Ich habe ein gutes Gefühl bei Dr. Jung. Vertrau mir. Dieses eine Mal noch, okay? Frau Schneider, noch haben wir nicht alle Testergebnisse zusammen, aber aufgrund der uns bisher vorliegenden Daten sind Frau Dr. Wilson und ich verschiedene Möglichkeiten einer Behandlung durchgegangen. Aufgrund des Nephroblastoms kommt eine weitere OP nicht in Frage. Und auch von einer reinen Chemo würde ich in Danielas Zustand erst einmal abraten. Was kann man noch tun? Wir werden einen anderen Weg finden. Ich habe von Hyperthermie gehört. Was halten Sie davon? Wäre das eine mögliche Therapie für Daniela? Sie hoffen, dass die Wirkung von Chemo und Medikamenten bei einer Temperatur von über 40 Grad Celsius deutlich stärker ist. Ja, genau. Werden Sie es damit versuchen? Wir haben diese Methode in Betracht gezogen, aber bei einem Wilms-Tumor wendet man die Hyperthermie vorwiegend bei Kleinkindern bis zu 4 Jahren an. Bei älteren Patienten ist die Behandlung fraglich. Fraglich? Meine Krankheit ist tödlich. Was habe ich da noch zu verlieren? Reha in Bad Homburg? Ist ganz schön weit weg. Es war sicher nicht einfach, da so schnell einen Platz zu kriegen. Loswerden willst du mich. Gib's doch zu. Wenn's dir recht ist, dann pack ich schon mal deine Sachen. Es kann dir einfach nicht schnell genug gehen, was? Wenn's meinst. Ach, dieser bayerische Charme. Wunderbar. Den wirst du vermissen, gell? Ach, dich werde ich vermissen. Arnulf, der Wagen ist bestellt. Jetzt schick dich. Uschi, du bist mir immer noch eine Antwort schuldig. Arnulf, ich bleib da und lebe mein Leben. Dass wir uns wiedergesehen haben, das war wunderschön. Aber jetzt trennen sich unsere Wege. Das tut weh. Aber vielleicht hast du recht. Alte Geschichten soll man nicht aufwärmen. Ich bin froh, dass uns das Schicksal noch einmal zusammengeführt hat. Danke. Danke für alles. Wenn du magst, dann können wir uns ja schreiben. So, aber jetzt, auf geht's. Tja, das ist hoffnungslos. Was wollen Sie da noch machen? Also mir ist klar, dass Sie mehrere OPs, Chemos und Bestrahlung hinter sich hat. Aber ich würde trotzdem gerne eine letzte Therapie versuchen. Es gibt keine mehr. Die Patientin ist nicht mehr zu retten. Ich denke da an Hyperthermie. Sie ist 16. Hyperthermie kommt in diesem Alter überhaupt nicht mehr in Frage. Die Patientin kennt das Risiko. Die Patientin ist minderjährig. Die Mutter hat ihr Einverständnis gegeben. Wollen Sie das Mädchen jetzt einfach so aufgeben und sterben lassen? Wir sind Ihre letzte Chance. Ja.
Was ist mit einer erneuten Transplantation? Ihre verbleibende Niere ist rezidiv. Und das zum zweiten Mal. Knochenmark-Reinfusion mit hochdosierter Chemotherapie. So, ich nochmal. Hochdosierte Chemotherapie mit Knochenmark-Reinfusion. Möglich, aber in Ihrem Stadium zu gefährlich. Da vergessen Sie's. Das Mädchen stirbt, wenn wir jetzt nichts tun. Und wenn wir das tun, was Sie da vorschlagen, Herr Dr. Jung, dann verlängern wir ihr Leiden ohne realistische Aussicht auf Erfolg. Sterben wird sie deshalb trotzdem. Dr. Bernheimer. Das wollen Sie doch nicht wirklich, oder? Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Musst du nicht in die Klinik? Hast du es vergessen? Ich hab doch heute frei. Ach so. Ich bin noch gar nicht richtig wach. Hey, was hältst du davon, wenn wir es uns heute mal richtig gut gehen lassen? Im Seehotel haben sie einen neuen Base-Bar eingerichtet. Schau, Angebot zum Kennenlernen. Mhm. Mhm. Ganz ehrlich, am liebsten würde ich es mir hier heute mit dir so richtig gemütlich machen. Hey, komm schon. Ganzen Tag Sauna und Dampfbad und Ayurveda-Massagen. Okay, wir gehen hin. Dir zuliebe. Ja, ich weiß, du wirst es genießen. So, Frau Neisinger, haben Sie Ihre Schwimmflossen schon angelegt? Schwimmflügel, Herr Alois, Flügel. Da, sehen Sie das? Ist das alles? Oh, mein, das ist harmlos. Entwarnung. Sie können Ihre Schwimmflossen wieder ablegen. Sie verschaukeln kann ich mich selber. Was ist jetzt? Schaffen Sie das? Oder muss ich einen richtigen Handwerker kommen lassen? Ja, was ist denn mit dir, Mesut? Hast du keine Arbeit? Kaffeepause. Und da dachte ich, ich helfe mal. Hm? Beim dummen Sprüche klopfen. Sehen Sie was? Solange Sie mir im Licht stehen, sehe ich gar nichts. Na ja, jetzt sehe ich es. Ja, ja. Da, der Dichtungsring ist verrutscht. Die Schlauchschelle muss besser angezogen werden. Ja, ja. Dauert das lang? Ja. Ohne Sie ging es schneller. Oh, alle. Aha, ja. Wir werden alle nicht jünger, gell? Alles. Sie feiern aber auch in Kürze so einen runden Geburtstag, oder? Vom Feiern kann keine Rede sein. Aber Sie werden doch an Ihrem Geburtstag nicht allein rumsitzen, oder? Wer hat denn was von allein gesagt? So, jetzt machen Sie da weiter, weil sonst brauchen Sie bald Schwimmflossen. Gell, alles? Ich lach nicht so blöd. Wir müssen uns jetzt um unseren Patienten da kümmern. Zange. Mesut. Ein Zangerl. Okay? So, okay. Ja. So, jetzt. So. Wisst ihr schon, was ihr der Schwester Ursula zum Geburtstag schenkt? Hä? Keine Ahnung. Also normalerweise, wenn ein Kollege Geburtstag hat, dann sammeln wir alle und schenken gemeinsam was. Aha. Haben Sie eine Idee? Na, ich habe mir gedacht, ihr hättet eine originelle Idee. Ah. Weißt du, ihr arbeitet doch den ganzen Tag zusammen mit ihr. Naja, ich dachte, Ihnen fällt eher was ein. Wieso denn mir? Naja, Sie sind ja ungefähr im gleichen Alter, hm? Na, also pass mal auf. Wenn du das zu mir sagst, ist das nicht so schlimm. Aber bei der Schwester Ursula. Aufpassen, gell, mein Lieber. Aber... Ja? Wie wär's denn mit einer Fahrkarte zu Herr Kröning in die Reha, hm? Jetzt weißt du was. Im Sprücheklopfen, da bist du der Weltmeister. Aber im Ideen liefern, da bist du ein totaler Loser, bist du. Andere Zange brauche ich. 16 Jahre ist das Mädchen. Sie hat Wilms, einen schweren Nierentumor. Was für ein Schicksal. Aber vielleicht gibt es noch eine letzte Chance. Ich würde gerne eine ungewöhnliche Behandlungsmethode bei ihr anwenden. Mhm. Und was soll das sein? Hyperthermie. Hab ich schon mal gehört. Was ist das Besondere daran? Also in der Regel wird diese Therapie nicht mehr bei Patienten im Teenageralter angewendet.
Leidensweg. Pass auf. Ich werde versuchen, das mit der Kasse zu klären. Super, Ralf. Das ist mein Job. Aber versprechen kann ich dir nichts. Klar, das verstehe ich. Danke. Also, um ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass du dich so einsetzt. Naja. Wenn du dich da mal nicht täuschst, mein Lieber. Die Kosten für die Hyperthermie sind nicht unbedingt das Thema, Dr. Jung. Wichtig ist, Sie sind sich über alle Schwierigkeiten, Komplikationen und Konsequenzen im Klaren. Ich denke schon. Das ist mir zu wenig. Was ist mit Ihrem Herz? Wie stark ist es geschädigt? Was ist mit Ihren aktuellen Leberwerten? Ich sehe die hier nirgends. Also das Herz ist wirklich außergewöhnlich stark. Sportlerherz. Sie ist, war aktive Fußballerin. Die Leberwerte kommen heute aus dem Labor. Gut. Was sagt Dr. Bernheimer dazu? Der meint, wir sollten dem Mädchen nicht noch mehr zumuten. Ich verstehe seinen Standpunkt. Ist eine schwierige Frage. Auch moralisch. Ich kann das jetzt noch nicht entscheiden. Ich muss es prüfen und abwägen. Warten Sie bitte nicht zu lang, Frau Professor. Dem Mädchen geht es wirklich sehr schlecht. Sie leidet. Gerade weil ich das weiß, muss ich umso gründlicher nachdenken. Danke, schon verstanden. Sie melden sich. Herr Borowski, was gibt's denn so Dringendes? Lindner, vielleicht haben Sie es ja schon gehört. Dr. Jung möchte eine Hyperthermiebehandlung bei einer austherapierten Krebspatientin durchführen. Das ist aber riskant. Was verspricht er sich davon? Ein Wunder. Fakt ist eins, damit kriegen wir ihn. Ich habe ihm bereits meine Unterstützung zugesichert. Er ist daraufhin sofort zu Ihrer Mutter. Na, ich hoffe jetzt natürlich, dass sie mir Einverständnis gibt. Verstehen Sie, Lindner, das war's. Wir haben ihn. Dann wird die Behandlung durchgeführt. Und diese Behandlung, die wird scheitern. Was Jung den Kragen kosten wird. Damit wäre aber auch meine Mutter unter Beschuss. Und der Privatisierung der Klinik stünde nichts mehr im Wege. Nicht schlecht. Wer ist die Patientin? Ein 16-jähriges Mädchen, Daniela Schneider. Privatisierung auf dem Rücken eines Kindes. Ja gut, ich meine, mir gefällt das natürlich genauso wenig wie Ihnen, aber man kann sich's nicht immer aussuchen. Die Privatisierung dieser Klinik, Lindner. Das wollen Sie doch auch, oder? Ja. Aber ist der Preis nicht so hoch? Daran könnte ich mich echt gewöhnen. Ich auch. Magst du nicht auch? Nee, lass mal. Das musst du schon zugeben, das war die beste Idee des Jahres. Des Jahrhunderts. Marie wird sich in den Hintern beißen, dass sie das nicht erlebt. Das nächste Mal nehmen wir sie mit. Obwohl sie keine WGlerin mehr ist. Das muss ich mir noch überlegen. Quatsch. So, na, Sie wollen heute aber wirklich überhaupt keine Gelegenheit auslassen, um sich bei mir ein Sternchen zu verdienen, oder?
Wie bitte? Ich dachte, ich hätte mich vorhin klar genug ausgedrückt. Dr. Reicht Ihnen meine Meinung nicht? Oder haben Sie mir nicht zugehört? Ich halte diese Hyperthermie für falsch. Glauben Sie allen Ernstes, Frau Professor Lindner ist dann anderer Meinung? Roland, ich bin auch anderer Meinung. Was wird das hier? Wollen Sie gnadenlos einen auf Jugend forscht machen, um sich zu profilieren, oder was? Kannst du nicht einmal sachlich bleiben? Nein! Dr. Jung, wir reden später. Wollen Sie das Mädchen noch qualvoller sterben lassen als unbedingt nötig? Ihre Heilungschancen sind bei null. Und glauben Sie, dass ich das nicht weiß? Dann hören Sie doch endlich auf mit dieser verdammten Hyperthermie! Ich finde, wir sollten der Hyperthermie eine Chance geben. Ihr Ernst, ja? Mein Ernst. Na dann. Verzeihung. Danke, Frau Professor. Aber eine Bedingung. Ich möchte über alles genauestens informiert werden. Lass es dir gut gehen, Uschi. Und vielen Dank für alles. Du hast mir das Leben gerettet. Ach ja, jetzt übertreib's nicht. Und habe ich wirklich keine Chance? Arnulf, es ist gut so, wie es ist. Daniela, Frau Schneider, ich habe grünes Licht von der Klinikleitung bekommen. Das heißt? Wir machen eine Kombination aus Chemo und Hyperthermie. Ja. Wir werden gleich mit der Behandlung beginnen. Wir wollen ja keine Zeit mehr verlieren. Ich wusste, Sie werden uns helfen. Danke, Herr Dr. Jung. Ich muss Sie zwar allerdings warnen, also das wird kein Spaziergang. Keine Sorge, ich weiß schon, was stressig wird. Wie es aussieht, habe ich es mir mit Ihrem Mann jetzt endgültig verscherzt, Frau Dr. Wilson. Meinem Noch-Ehemann. Das wird er schon verschmerzen, Dr. Jung. Ich will nur nicht, dass Sie sich von ihm ins Boxhorn jagen lassen. Ich tue nur, was ich für richtig halte. Immer. Na ja, so war Roland früher auch mal. Da hatte er noch Ideale. Und heute? Ich halte ihn nach wie vor für einen großartigen Arzt. Und in diesem Fall waren seine Bedenken ja tatsächlich angebracht. Ja, nur war er früher nicht so hart und unbeweglich. Aber wahrscheinlich wird man in diesem Beruf im Laufe der Jahre einfach zynisch, weil man schon so viel Leid gesehen hat. Und Sie denken, ich habe kein Leid gesehen? Darum geht's doch nicht. Aber ich möchte nur nicht, dass Sie einen falschen Eindruck von meinem Mann bekommen. Ihrem Noch-Ehemann. Scheint Ihnen noch etwas zu bedeuten. Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht, Dr. Jung. Was wird das, wenn es fertig ist? Vielleicht ein Geschenk. Ich kann mir auch schon denken, für wen. Du sag mal, hast du nicht jetzt Klavierstunden? Frau Wagner hat abgesagt. Du magst die Oberschwester, oder? Herrschaftszeiten. Also, du machst mich wirklich ganz nervös. Ich? Ich sitze hier doch bloß nur rum. Was ist denn mit dir, hä? Ist es wegen der Vicky oder wegen Paris? Lass mir mal raten. Wahrscheinlich wegen beiden, hä? Opa,
Mann, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Wenn ich fahre, dann denkt Vicky, ich lasse sie im Stich. Und wenn ich bleibe, dann denken alle anderen, ich lasse mir von ihr auf der Nase rumtanzen. Ja, und Lukas, was denkst du? Glaubst du, Mama hat recht? Vielleicht verarscht mich Vicky wirklich nur. Lukas, schau, wir Männer, wir lassen uns ganz gerne mal ein bisschen manipulieren. Aber wir sollten es nur zulassen, wenn wir uns gut dabei fühlen. Und wir sollen den Frauen das Gefühl geben, sie haben gewonnen. Glaub mir's, ich kenne die Frauen. Du blutest. Soll ich die Oberschwester holen? Danke, Schmarrn, gell? Das ist doch bloß ein Kratzer. Die Holzfrau hat irgendwie eine Ähnlichkeit mit der Oberschwester. Okay. Ja, krass. Sogar die Figur, die passt. Ja, willst du damit sagen, dass die Oberschwester unförmig ist, hä? Das hast du gesagt. Nein, aber mal ehrlich, Opa. Ich würde dir die nicht zeigen. Sonst kommt dir noch auf falsche Gedanken. Ach, meinst du wirklich? Opa, glaub's mir. Ich kenne die Frauen. Mesut, was meinst du, lohnt es sich, durch die Hölle zu gehen, um vielleicht 2-3 Jahre Leben zu gewinnen? Na, du stellst ja Fragen, die du nicht beantwortest. Daniela, was soll ich denn darauf antworten? Als ich so alt war wie du, da habe ich ziemlich viel Scheiße gebaut. Also richtig viel Scheiße, das volle Programm. Aber so bescheuert das alles auch war, ich würde keinen einzigen Tag davon hergeben, weil es mein Leben ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Du meinst, leb dein Leben, oder? Ja, so in etwa. Ich kann es irgendwie nicht richtig ausdrücken, aber ich weiß, jeder Tag, den ich lebe, ist mein Tag. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen blöd, ist aber wahr. Ziemlich blöd und ziemlich wahr. Wie du mit der Sache umgegangen bist. Wenn mir das passiert wäre, ich wäre nicht so stark gewesen. Vielleicht wäre dir das nicht passiert. Offenbar hat er sich ja durch mich provoziert gefühlt. Hey, das darfst du nicht einmal denken. Du hast überhaupt keine Schuld. Das sagt sich so leicht. Wenn du nicht aufhörst, so darüber zu reden, dann esse ich dieses Gemüse hier auf. Jetzt habe ich Hunger. Kochst du uns was? Wir können beim Empfang was bestellen. Du kochst doch viel besser. Ich liebe deinen Salat mit Putenbruststreifen und Parmesan. Oh, verdammt, jetzt habe ich auch Hunger. Lass uns nach Hause gehen und auf den Markt und ich koch was. Sind Sie gerne Ärztin, Frau Dr. Wilson? Ja, sehr sogar. Ich liebe meinen Beruf, auch wenn es manchmal schwer ist. Wenn das hier klappt, möchte ich auch Ärztin werden. Das ist gut, dass du dir Ziele setzt. Kann ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen? Wenn du möchtest. Ah, du schreibst Tagebuch. Ich habe auch eine Liste von Dingen gemacht, die ich unbedingt noch machen will. Zum Beispiel, ich habe immer davon geträumt, in der Fußballnationalmannschaft zu spielen. Oder mal Fallschirmspringen.
Ich war auch noch nie auf einem Popkonzert. Das muss ich auch mal machen. Dann möchte ich unbedingt reisen. Ich würde gerne mal die Niagara-Wasserfälle sehen. Waren Sie mal da? Mhm. Aber das ist schon viele Jahre her. Ich war noch nie im Ausland. Nach dem Abi möchte ich eine Weltreise machen. Ich hoffe, meine Mutter erlaubt mir das. Die ist doch immer so besorgt. Ja, das haben Mütter so an sich. Haben Sie auch Kinder? Mhm. Ich habe eine Tochter, die ist fast genau in deinem Alter. Und, was macht die so? Das kann ich dir sagen. Musik hören, shoppen und chatten. Ich chatte auch gern. Vor allem, wenn ich hier in der Klinik liegen muss. Ich habe noch so viele Träume. Mal sehen, ob ich jemals dazu komme. Daniela, wir werden alles tun, um dir zu helfen. Hm? Mama mia, 60. Psst, nicht so laut. Ein runder Geburtstag? Dann sollten wir aber alle zusammen was ganz Schönes schenken. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber nicht bloß einen einfachen Blumenstrauß. Nein, das muss schon ganz was Persönliches sein. Also. Ja, aber was? Vielleicht sollten wir was backen. Ja, aber nein, aber zwick, da ist sie heikel. Etwas mit Kräutern? Ja. Das ist ja noch schlimmer. Da kennen Sie sich besser aus als wir miteinander. Na, Herrschaftszeitnahme. Sie ist immer so hilfsbereit zu allen. Weiß von uns allen fast alles. Und wir wissen aber von ihr gar nichts. Na, und dann ist sie immer noch so freundlich. Da sind Sie ja. Sagen Sie mal alles, was haben Sie da umeinander operiert? Jetzt habe ich gar kein Wasser mehr. Ja, ich komm gleich nochmal. Ich trinke bloß meinen Kaffee aus. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Pressiert's? Mein Gott, ich hätte doch gescheiter einen richtigen Handwerker bestellen sollen. Ja, ich komm ja gleich. Alles wissen Sie was? Wenn ich mir bei einem Notfall so viel Zeit lassen darf, dann gut Nacht. Dann. Hab ich nicht vor. Darf ich? Und wann startet ihr eure Behandlung? Gleich, aber es ist nicht unsere Behandlung. Die ist das Risiko bewusst, ja? Ach, Roland, du musst dich nicht ständig wiederholen. Ich glaube, du hast deinen Standpunkt eben sehr deutlich klar gemacht. Das Leben kann so schnell vorbei sein. Denk mal an Lukas und seinen Unfall. Was hat der für ein Glück gehabt? Sollen wir nicht Victoria doch diesen Schulaustausch erlauben? Was? Ja, in dem Punkt waren wir uns doch einig, oder nicht? Vicky ist genauso alt wie dieses krebskranke Mädchen. Vicky ist aber nicht krank, sondern kerngesund. Sie wird ihre Strafe abarbeiten. Ja, aber vielleicht sind wir doch ein bisschen zu hart. Sag mal, jetzt wirfst du mir immer vor, dass ich unsere Tochter verwöhne. Jetzt tue ich ein einziges Mal alles genau so, wie wir es besprochen haben. Und dann ist es auch wieder verkehrt. Wer soll denn da noch mitkommen? Was? Ach. Charlie? Thank you.
Ja, bitte? Das Glück. Ich wollte gerade gehen. Ich habe gerade zufällig mitgekriegt, dass Herr Dr. Jung eine Hyperthermiebehandlung durchführt. Hast du das wirklich genehmigt? Ja. Gibt es ein Problem? Nein, noch nicht. Was, wenn das schief geht? Ich weiß nur, dass das Mädchen stirbt, wenn wir nichts unternehmen. Du setzt aber alles auf eine Karte. Alles ins Vertrauen von Dr. Jung, obwohl du das Risiko kennst. Ja. Das ist deine Entscheidung. So ist es. Ich kann aber auch davon ausgehen, dass du dir sehr wohl überlegt hast, was das für die Klinik bedeutet. Habe ich, Markus. Gut, das habe ich. Weil im Endeffekt trägst du die alleinige Verantwortung, nicht Dr. Jung, obwohl er die Behandlung gegen jede Vernunft durchführt. Markus, wir versuchen gerade, ein Menschenleben zu retten. Oft ist das mit einem sehr hohen Risiko verbunden. Und trotzdem ist es richtig. Ich habe die Narkose ausgeleitet, aber ich bekomme sie nicht wach. Daniela? Daniela? Wach auf! Daniela! Wie lange ist sie schon überfällig? Seit 20 Minuten. Scheiße. Daniela, hörst du mich? Der Puls wird immer schwächer. Sie darf nicht ins Koma fallen. Was ist mit ihr? Sie ist noch nicht aus der Narkose erwacht, aber wir kümmern uns darum. Was bedeutet das genau? Der Puls ist jetzt kaum noch zu spüren. Daniela ist ins Koma gefallen. Patientinnen, die unseren Mesut küssen wollen? Wen meint er? Wie soll das jetzt weitergehen? Ich weiß das noch nicht. Die Sache wird zu einem Riesenproblem für unseren Oberarzt. Warum wird Daniela nicht wieder wach? Gott, was für ein Schwachsinn. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Allerdings muss ich meine Bedenken der Chefin mitteilen. Daniela, komm zurück! Wollen Sie mir ernsthaft erzählen, Sie spekulieren auf den Tod dieses Mädchens?